Sehr geehrter Herr Präsident, Kolleginnen und Kollegen, Herr Brockmeier, erst einmal was zu Ihren Ausführungen zur Großen Koalition. Ich würde das mal so sagen: Wer als Jamaika-Braut vorm Altar flieht vor der Verantwortung, der sollte hinterher nicht sich zur Eheberatung aufschwingen. Das ist, glaube ich, nicht gut. Das Zweite, wie Sie sich geäußert haben zum OGS-Erlass. Ja, Herr Witzel, ist einfach so. Sie fliehen vor der Verantwortung. Herr Lindner ist vor der Verantwortung geflohen. Das ist doch eine Figur, die Sie dauernd hier aufs Parkett legen. So, und jetzt komme ich mal zum OGS-Erlass. Und das, was Herr Brockmeier, was Sie gesagt haben, ich habe zufällig gestern eine Veranstaltung zur Zukunft der Grundschule gehabt. Und was erzählt uns da die Beigeordnete aus Dortmund? Anfragen von Eltern, die jetzt sagen, wie ist das, kriege ich Beiträge zurückerstattet, weil ich gebe meine Kinder ja jetzt nur bestimmte Tage noch rein. Wie sieht das eigentlich aus? Schulen, die Bedenken haben, dass das pädagogische Konzept wirklich entsprechend verloren geht, weil nicht die Klarheit da ist. Und ich sage mal, Sie füttern ja mit Ihrem OGS-Erlass geradezu die Äußerungen der kommunalen Spitzenverbände, das heißt zweier vom Landkreistag und vom Städte- und Gemeindebund. Ich darf aus der Stellungnahme zum OGS-Erlass zitieren: Landkreistag und Städte- und Gemeindebund. Die vorgeschriebenen rechtlichen Rahmenbedingungen insgesamt zur OGS führen dazu, und jetzt wortwörtlich, dass die OGS in Nordrhein-Westfalen derzeit eigentlich nur ein Instrument zur Erfüllung der bundesrechtlichen Betreuungspflicht der Träger der kommunalen Selbstverwaltung darstellt. Eine wie auch immer geartete Bildungsfunktion impliziert dies nicht. Und so ist genau das Empfinden. Ich finde, das wirklich ist ein starkes Stück, dass kommunale Spitzenverbände sagen, es gibt keinen Bildungsanspruch im Bereich der OGS. Das ist das Erste. Das Zweite ist, dass klar ist, sie verwirren, weil es in Richtung einer Buchungsmentalität in diesem Bereich geht. Und sie verstärken diesen Effekt hin zu einer Frage, ist das Betreuung, ja oder nein? Und wir wollen dezidiert ein Bildungsangebot. Und Frau Schlottmann, was Sie hier ausgeführt haben, ich glaube, dass alle, die in Schule beteiligt und betroffen sind, die sind gerade in hoher Alarmbereitschaft. In hoher Alarmbereitschaft. Denn das, was Sie hier ausgeführt haben, erfüllt in der Tat die Anführer nicht. So, und da komme ich jetzt dazu, was der Kollege Hovenjürgen sagt. 7 Jahre. Ja, wir haben und immer zuerst in die Grundschule investiert. Über die Strecke haben wir in den Schulbereich mehr als 4 Milliarden getan. Und ich sage genauso, Herr Hovenjürgen, es hat nicht gereicht. Wir hätten noch mehr tun müssen. Und wir hätten gerade im Bereich der Grundschule auch noch mehr tun müssen. Nur in dem Vergleich, über 4 Milliarden in den 7 Jahren, was Sie jetzt in den Haushalt gepackt haben, das ist ja noch nicht mal die Hälfte von dem, was Sie tun müssten, um das zu halten, was wir vorgelegt haben. Und in diesem Stückwerk, da enttäuschen Sie die Schulen. Grundschulen stärken, Grundschulen first und Digitalisierung second, gerade im Grundschulbereich. Das war gestern eine Aussage von Schulleitungen, die sagten, die Schwerpunktlegung sind vollkommen falsch. Wir müssen die Grundschulen stärken, in die Menschen investieren. Und natürlich brauchen wir Problemlösungen. Da stehen wir genauso davor, wie Sie davor stehen, was zum Beispiel die personellen Kapazitäten angeht. Wir müssen dazu in Gesprächen kommen, wie kann man die Personaldecke erweitern und wie sieht das aus? Ach, Herr Witzel, und das ist doch so armselig, weil das, was bisher von der Landesregierung vorgelegt wird, ist doch nur die Fortführung auch der Ideen, die wir in rot-grüner Politik schon gehabt haben und womit wir arbeiten in Personalkonzepten. Was hat die Ministerin gemacht? Die Frage, ob Sek. 2 Lehrkräfte dafür gewonnen werden können, auch in der Grundschule zu arbeiten, ist keine Idee von Schwarz-Gelb, sondern ist vorher angelegt worden. Und das ist ein schwieriges Unterfangen, das wissen wir ganz genau. Dann muss man aber jetzt den Kollegen und Kolleginnen, die da Feuer gefangen haben für eine Grundschulpädagogik, dann auch die Besoldungsmöglichkeiten bieten, dass sie da bleiben können und dass es über 2 Jahre hinaus eine Perspektive kriegt. Und wir müssen in der Tat dafür sorgen, und das ist eine Lehre, die wir gezogen haben aus den letzten 7 Jahren. Ja, wir haben das hart erkämpft, dass die prozentuale Aufstockung in der OGS dann überhaupt passiert ist. Erst einmal, nachdem unter Schwarz-Gelb gar nichts passiert ist, mit
mit 14% haben wir dann die Personalkosten aufgestockt und die Sätze. Und zum Schluss haben wir die prozentuale Aufstockung gemacht. Jetzt haben Sie löblich noch mal für ein Jahr 3% obendrauf gelegt. Nur, das löst ja nicht die Problematik auf, die zwischen der kommunalen Ausgangslage ist. In mancher OGS kommt es an und in mancher OGS kommt es eben nicht an. Und deswegen brauchen wir ganz andere Konzepte. Und deswegen ist es wichtig, dass wir in die Standards, das heißt in Personal investieren, zusätzliche Erzieherinnen stellen, zum Beispiel von der Landesebene. Das wollen wir in einem OGS-Gipfel gerne diskutieren. Deswegen stimmen wir dem zu.